ich wieder. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, dass wir diesen Boris umgebracht haben für Venus. Und diese Quest wollte ich jetzt auch abschließen. Bevor wir uns dann nach Hollywood aufmachen. Ja. Habe ich gerade beschlossen, wir gehen dann nach Hollywood. Und dann erstmal mit der Hauptquest weiter. Reden wir in deinem Büro! What? Reden wir in deinem Büro! Yeah, I can't hear you! Let's talk in my office! Boris? Ist tot. That Boris' blood? Guess we're partners then. If you only knew what I had to do over the years to keep this place open, tell you what, partner. Come in every few days and I'll give you your cut. Here's tonight. I've got some money to make us. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, hm? Keine Sorge, du wirst mich noch oft sehen. Auf Wiedersehen, Venus. So. Eine Runde und ab nach Hollywood, würde ich mal sagen. Dann müssen wir auch noch die zum Café Cavoletti nach Hollywood. Zu diesem Restaurantkritiker. Aber eigentlich noch ein bisschen Zeug zum Verkaufen, ja. Ach nee. Der schöne Ventruhrturm. Ich jetzt noch mal kurz zu Larry. Baby girl, you know I got what you need. Ich muss etwas einkaufen, Larry. So, das kann weg. Wie viele Kohle haben wir? Über 1000. Okay. Speichern. Und ab nach Hollywood, würde ich sagen. Where to? Fahren Sie einfach. I ain't seen you here before. If I haven't seen you, neither is Isaac. So that's your next stop. Okay, und wo kann ich ihn finden? Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Ich mach mich auf den Weg. So, dann machen wir das auch gleich mal. Weil wir hinten ist dann auch gleich das Cavoletti. Muss dann auch ab und zu mal auf die Uhr gucken. So, heppa! Und da steht er schon. More flatbread and olive oil. And take back this Chardonnay and open up a Chianti. Let it breathe for 20 minutes and then bring it out with a Ziti. Okay? Ich wollte nur... Wanted to know what? Interrupt me while I'm working? Do you understand that this is an important opening and I, emphasize I, am going to make or possibly break this restaurant? Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Hello. Now go get yourself some onion rings or hot wings or whatever it is you eat. The refined palate of a true gourmand is, oh, to put it in a language you can relate to, trying to decide if this place is thumbs up or thumbs down. Wer sind Sie? Me, Tommy Flayton, the food authority of Los Angeles, food critic for the biggest paper on the West Coast, radio personality for the KTLK, Chower Hour. Maybe if I reviewed more pancake huts, you'd know me. Genau der Mann, mit dem ich sprechen wollte. I'm not sure exactly what you mean. Sollten Sie den Laden nicht besser verreisen? Sie haben einen Ruf zu verlieren. How so? Ich habe den Koch auf dem Klo gesehen, er hat das Waschbecken nicht mal angeguckt.
This place will pay for this. As sure as my name is Tommy Flayton, they'll never serve food in this town again. Zeig's ihn, Tommy. Tschüss. Haha. So. Okay. Und jetzt hier lang. Ach, das ist ja auch der Typ hier. So, speichern. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Ich suche die Nosferatu. So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate to be stooped to consorting with their kind. And asking for my help, of all peoples. Irgendeine Idee, wo ich sie finden kann? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Mir gefällt die Richtung nicht, in die das Gespräch geht. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Verstehe, also was willst du? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Du willst, dass ich die Ware abhole. Klar. Go to the Ground Zero internet cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Ich bin schon unterwegs und dann und danach besprechen wir mein Anliegen. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Ah, Hollywood. Gehenna, sagen die Kainskinder, kündigt das Ende der Welt an. Bei dem Vampire und Sterbliche in einem unerbittlichen Strom vom Blut vergehen. Okay. Hollywood ist auch ein schöner Stadtteil. War eigentlich schon mal einer von euch in den USA? Oh mein Gott, ist das du? Everyone was worried sick generell in Los Angeles. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? Jetzt ganz you know what? Never mind. We have to help you. Wer bist du? It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Du musst dich irren. Ich bin gerade hierher gezogen. Ich kenne dich nicht. Come on. This is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me. It's Samantha. What happened to you? Ehrlich, Samantha. Ich bin jemand anderes, okay? Verstehst du? It is you. I don't think you know what you're saying. We're gonna Scheiße. Help you. You'll see. Everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here. I'm gonna make a call. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ah, oh, Scheiße. Jetzt hätte ich mir noch einen Maskerade-Bonus holen können. Ah, oh, das ist ja ärgerlich. So, wir sollten ja noch in das Fuck, das Geradebruch. Wir sollten ja noch in das Lucky Star Motel. Fuck, 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 fuck. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Und am Bett dürfte noch was liegen, oder war das in einem der anderen Räume? Das scheint in einem der anderen Räume gewesen zu sein.
So. Ich wollte ja auch noch mal was einkaufen gehen. Was mache ich dann, nachdem ich das Video geholt habe? So, hier ins Ground Zero. Ja, was ich euch eigentlich mal fragen wollte, ist, und zwar, wart ihr denn überhaupt schon mal in Amerika? Also, ich persönlich war es noch nicht. E-Mail und Kafka. Triff mich in der Gasse hinter dem Fastback. Okay. Cyberspace für Cowboys. Ja, was ich mal fragen wollte, wart ihr denn überhaupt schon mal in Amerika? Und hat es euch denn dort gefallen? Ich wollte eigentlich schon immer mal nach Amerika, halt New York oder so. Oder ist auch hier Los Angeles. Ist mir da eigentlich relativ frille. Auf jeden Fall wollte ich da eigentlich schon immer mal nach Amerika irgendwo, aber dort leben? Nee. Ja? Wenn ihr, what do you want? Wenn ihr schon mal in Amerika wart, schreibt's doch mal in die Kommentare. Bist du der Typ mit dem Video? Isaac schickt mich. Yeah? I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, bitch! Komm, ich weiß alles über das Video. Gib's mir und du kannst gehen. Tape? What tape? I don't know what the hell you're talking about. I'm getting the hell out of here. Na schön. Ich sage Isaac, dass du mir nicht gibst, was ihm gehört. Alright. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Warum? Was ist los? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. But this thing, it's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Wirklich? Ist es so schlimm? Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl, the things that are happening to her, it just ain't right, man. It just ain't right. No. Something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Reiß dich zusammen, du drehst durch. Every place I go, wherever I look, I see things. In the shadows. My phone rings. I hear something breathing on the other end and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. Okay, okay, gib mir einfach das Video. I don't have it. I stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Oh, shit. Did you see that? I'm getting the fuck out of here. What the... Oh, Christ! Ah! Hm. Okay. Ginger Swan, hat er gesagt. Okay. Wir können auch jetzt Isaac fragen, ob der was über Ginger Swan weiß, oder wir gehen hier einfach ins Ground Zero. So, rein da. Und hier lang. S bis Z. Swan. Ginger. So. Swan, deren Name zu einem Sinnbild für Schönheit und Glamour geworden ist, war eine große Berühmtheit der späten 40er und frühen 50er Jahre. Unter ihren Werken sind Filme wie Goldene Kolibris oder Wenn ein Nein ein Ja ist. Nach ihrem Tod im Jahre 1964 wurde sie im Mausoleum des Hollywood Forever Friedhofs beerdigt. Okay. Das heißt, wir müssen auf den Friedhof. Und
Und wie gesagt, wenn ich mir dann das Video geholt habe vom Friedhof, werde ich dann erstmal ein bisschen Zeug kaufen. Also hier drüben das Redspot, da können wir uns auch Waffen und sowas holen. So, heppa! Speichern. So, das hier schmeißen wir gleich mal fort. Auf. Gut, wunderbar. Mami. Oh, diese Aussicht hier auf die Skyline, ey. Hammerhart. Mal aufhören. Ich habe Angst. Oh, ich muss Aufnahmepause machen, sehe ich gerade. Bis gleich.